Hallo, liebe Camper. Hier ein kleines Sonntagmittagsvideo, weil da habe ich ein bisschen Ruhe in unserer Werkstatt und da ist nicht ganz so viel los und da kann man auch mal ein bisschen Zeit nehmen, um solche Themen auch zu machen. Und ich würde euch heute gern einfach ein paar neue Produkte vorstellen, wo es jetzt ab sofort bei Mika Caravan gibt, wo wir verbauen, wo wir unheimlich viel davon halten und auch wirklich mit unserem Namen dahinter stehen, weil es einfach tolle, super Produkte sind. Und dann möchte ich euch noch diesen Kastenwagen zeigen, wie weit das wir da sind. Den habe ich euch im letzten Video schon vorgestellt. Mit den Luftzusatzfedern muss ich mich korrigieren, weil ich habe das letzte Mal gesagt, Luftfahrwerk ist es natürlich nicht. Es sind Luftzusatzfedern, die man auf der Hinterachse verbaut und natürlich auch auf der Vorderachse stärkere Federn verbaut, damit man das Ziel ist, natürlich, damit man das ganze Fahrzeug auflasten kann. Dazu müssen auch noch neue Reifen drauf gemacht werden, die eine höhere Tragkraft haben und das alles setzen wir gerade bei dem Fahrzeug um und noch einiges mehr und das zeige ich euch und danach zeige ich euch mal ein paar Produkte. Jetzt nehme ich euch mal auf die Hand die Arbeitsleuchten, die wir hier verbaut haben und ich muss wirklich sagen, also ich finde es toll, wie das auch meine Leute hier machen, wenn wir das mal in der Tiefe genau angucken, wie sauber die da angebracht sind, hinten schön sauber angelegt, sauber eingestellt, verschraubt und natürlich ganz wichtig, und das habe ich in meinem letzten Video auch schon mal angedeutet, Korrosionsbehandlung, wenn man da ein Loch reinbohrt, muss man ganz akribisch darauf achten, damit eben dieses Loch ganz sauber behandelt wird, damit man hier keinerlei Schäden hat und Langzeitschäden kriegt, damit es wirklich rostfrei bleibt und da nichts passiert. Und die haben wir hier jetzt dementsprechend verbaut mit einem Kabelsatz, das heißt Schaltrelais, nach vorne durchgezogen in die Armaturen, ein Schalter montiert, wo wir das Ganze dann auch an- und ausmachen können. Dann werden wir morgen, vielleicht fange ich da heute sogar noch ein bisschen an, aber morgen werden wir hier ein kleines, ich sage jetzt kleines Chaos beseitigen. Wenn wir hier mal kurz unter den Sitz schauen, so schaut es hier aus. Wir haben hier zweimal 95 Amperestunden von der Firma Watta verbaut. Was soll ich da dazu sagen? Also wenn ich das schon wieder sehe, äußerst professionell, das ist fast wie bei Götz mit Bauschaum befestigt. Hier nimmt man halt Panzertape, damit man zweifels die Abdeckung hin hier irgendwie verklebt, weil man natürlich dann durch die Kabel, wo man da alle draufgesetzt hat, die ganzen Pole hier versuppelt hat und hier nichts mehr anständig hält, wenn man das sieht. Also wenn man auch schon guckt, die Schraube ohne Beilachscheibe hier direkt auf diesen... Also, Leute, ganz ehrlich, es ist alles andere wie professionell und schön. Also, das kann man wirklich anders machen. Wenigstens ist es hier schön isoliert, aber das ist auch schon das Einzige, weil hier sind zig Kabel drauf. Also, da gehen schon, ich glaube, zwei oder drei Kabel da rein. Also, ja. Jetzt, wenn ich hier mal aufmache und auch das hier runterziehe, schaut es hier natürlich genauso aus. Weil natürlich durch das dicke Kabel hier der nicht mehr anständig hält, weil er steht ja hier drüber. Vor lauter Zweifel nimmt man dann dementsprechend Panzertape und klebt hier den Deckel drauf. Also ich weiß nicht. Ich tue mich da gar nicht groß dazu äußern. So haben es den Wechselrichter halt hier angeschlossen, weil das sind ja die Kabel von die Wechselrichter, die dicken Dinger hier. Und hier hat man dann dementsprechend, schaut mal her, das kommt ja dann nur dazu. Ne? Also wenn ich das jetzt sehe, also das ist nicht geschimpft, aber schaut mal, das ganze Kabel locker. Hier ist alles Katastrophe. Schauen wir gar nicht weiter, zoomen wir gar nicht groß weiter, ist ja egal. Nur die Art zu verbauen ist A schon mal total fatal. Der zweite Fehler, zudem, dass es hier locker ist. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber ich möchte hier nur einen Satz dazu sagen. Nur für alle Selbstausbauer und Menschen, die das auch selbst in die Hand nehmen.
Hier baut man einen Wechselrichter ein mit, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, der hat 1700 Watt, wenn nicht sogar 2000 Watt. Ich kann da nochmal genau gucken, aber weit über 1500 Watt. Jetzt haben wir hier zwei Batterien verbaut. Hier sehen wir ein Riesenkabel, passender Querschnitt, ist alles in Ordnung, das passt. Was aber überhaupt nicht passt, ist A, dass es schon mal hier und hier der Wechselrichter angeschlossen ist. Bei zwei Batterien gehört er, wenn überhaupt, diagonal angeschlossen. Fehler 1. Fehler 2. Und das ist eigentlich der gravierendste Fehler. Hier laufen, wenn der Wechselrichter voll läuft und wir hier mal einen anständigen Föhn anschließen, mal ganz schnell 150 Ampere raus. Und jetzt guckt mal her, was hier passiert. Hier das dicke Kabel aus der Batterie zieht er raus. Plus, minus. Die puffert ja bloß noch, weil die hat, da ist ja der Wechselrichter gar nicht mehr angeschlossen. Und jetzt kommt der Oberhammer. So sind die Batterien dann verbunden mit dem Kabel. Also wie soll das funktionieren? Also hier zieht er 150 Ampere raus und hier kommt er dann mit so einer Telefonleitung entlang. So sind die zwei Kabel hier verbunden, also die zwei Batterien. Und die Leistung soll hier mit rüber wandern, wenn der Vollgas gibt. Sorry Leute, ich weiß nicht, was sich hier derjenige gedacht hat, der das montiert hat. Aber hier stellen wir wieder ganz klar fest, dass es einfach echt schwierig ist. Und hier ist ja die gleiche Scheiße-Sache jetzt schon fast auf der Plusseite. Wenn wir das mal rausziehen, hier ist die Plusseite. Schaut euch bitte dieses Kabel an. Und hier ist ein Wechselrichter angeschlossen. Ich sag nochmal, auf der Seite und die Batterie parallel dazu geschalten mit den Dingern hier. Also wenn überhaupt, dann muss man doch den Querschnitt hier mit erhöhen, damit die ganze Stromthematik hier auch rüber kann. Und überhaupt gehört es ja diagonal angeschlossen. Also da hier die ganzen Plusentnehmer sind, hätte der Wechselrichter auf die Seite gemusst und hier die Minusseite und hier hätten wir mindestens, also wir würden hier jetzt mindestens auf die Strecke 35 Quadrat hin machen, mindestens, wenn nicht nur höheres, 50 Quadrat, damit man eben diese ganze Leistung auch wirklich spielen kann von den Batterien. Also, ja. Hör mal an der Stelle auf zu schimpfen, das hat keinen Sinn, ist ja nicht geschimpft, ist nur festgestellt. Was mich nur immer wieder wundert, kostet halt alles einen Haufen Geld und so eine Installation ist halt einfach nicht wirklich schön. Gehört so nicht, macht man so nicht. Wir werden es so nicht tun, wir werden das ändern und dementsprechend richtig verbauen, weil das ist für mich wieder so eine kleine Katastropheninstallation, weil ich halt einfach sage, also es geht halt gar nicht. Hier haben wir einen schönen Ladebooster verbaut. Das ist in Ordnung. Ich habe jetzt die Querschnitte geprüft. Hier haben wir die Sicherungen dafür. Das wird alles passen. Das müssen wir mal nochmal genau unter die Lupe nehmen, dann, wenn wir eh schon alles zerlegen. Hier vorne haben wir den Solarregler ein bisschen schief da hingeschraubt. Wackelt auch alles rum. Das reißen wir alles raus. Das machen wir anständig. Auch hier, ne? Schaut euch das bitte wieder an. Klebeband. Solar mit Klettklebeband hier montiert. Ay, Leute, ey, echt jetzt. Und dann haben wir hier wieder Panzertape. Mann, oh Mann. Also, ja. Kann man so machen, aber ich finde es halt einfach trauerhaft. Es ist, man muss dazu sagen, es ist ein nagelneues Fahrzeug. Also, und umso schlimmer ist das Ganze. Wenn es gebraucht wäre, würde ich ja gar nichts sagen, wenn sie da jemand selbst verwirklicht hat. Weil wenn man Laie ist, dann weiß man es manchmal nicht besser. Das ist ja gar nicht zu verurteilen. Aber wenn man es halt nagelneu kauft, sollte es so nicht sein. Das ist auch ein Grund, warum das Auto bei uns steht und das wollen wir jetzt anständig machen, den Kunden das anständig verbauen, damit er anständig Leistung hat und auch sicher unterwegs sein kann und hier nicht mit sowas rumdongeln muss. Okay, das wollte ich euch zeigen, das fange ich eventuell später noch an, beziehungsweise morgen machen wir das dann gar finish. Das da drüben habe ich euch schon gezeigt, wie wir das alles verbaut haben, das ist nichts weiter
Neues und so viel zu dem Fahrzeug, was wir morgen fertig machen. Und hier haben wir jetzt unsere neuen Produkte. Also, ich fange jetzt mal an. Ihr wisst ja alle, dass ich mit WCS ein bisschen zusammenarbeite und der liebe Götz und das liebe WCS-Team, die echt top sind, auch wenn man mit denen telefoniert, mega Auskunft kriegt, immer freundlich, immer nett, also echt top. Und ich bin Gott sei Dank und wirklich glücklich drüber, dass ich vom Götz die ein oder andere Technik übernehmen und verbauen darf. Hier zugleich ein Thema, weil ich seitdem das so ein bisschen in den sozialen Medien rumgeht, dass wir das auch machen, kommt immer wieder die Frage, ob wir die Geräte auch so verkaufen und verschicken. Ich muss ganz klar sagen, nein, machen wir nicht. Die 5 Jahre Garantie, wo uns WCS auf diese Geräte gibt, werden wir nur bekommen und bekommt auch ihr nur, wenn wir als Fachbetrieb das anständig verbauen. Und es macht da gar keinen Sinn, die Dinge zu verschicken, weil die müssen anständig verbaut werden, damit die Funktion gewährleistet ist. Ja, der ein oder andere kann das von euch, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ganz viele können es vielleicht nicht in der Regel und dann passieren doch wieder Fehler und somit werden diese Geräte von mir definitiv nicht verschickt. Ihr könnt gern bei mir anfragen. Wir verbauen die euch gern. Wir haben in Götz seine Solarmodule hier liegen. Wir haben seinen Solarregler hier liegen mit Bluetooth-Modul und allem, was dazugehört. Das alles darf man verbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Nur, wie gesagt, wir verbauen die und nein, wir verschicken diese nicht. Das ist uns ganz wichtig. Toll finden wir auch die Platte hier von WCS, 70 Wattstunden, Amperestunden, Wattstunden, 70 Watt, Entschuldigung, ich bin schon ganz durcheinander mit Watt und Ampere und die Platte ist schön klein und das ist richtig toll, da konnte man schon viel Dinge mit lösen, weil du hast auf dem Wohnmobil oft von der Einbausituation her die ganzen Dachluken oben auf dem Dach, wo du diese länglichen 100, 120 Watt Platten einfach nicht draufbringst, weil gerade auf so einem Kastenwagen ist das immer ein Riesenthema. Weil zu breit, zu lang, zu hoch und so weiter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da macht es richtig Spaß, mit den Platten zu arbeiten. Mega Leistung, kriegen richtig was runter vom Dach und echt toll. Da gibt's auch gar keinen Grund davon abzuweichen. Ich finde die schwarze Umrandung sehr schön, macht richtig was her und die Platte hat da richtig Power. Und da kann man richtig exquisite Lösungen treffen auf dem Dach und das finde ich richtig toll. Zum anderen haben wir natürlich auch seinen MPPT-Regler vom Götz von WCS und da sind wir auch ganz stolz drauf, weil das ist echt ein tolles Gerät, auch von der Firma WCS dementsprechend weiterentwickelt und ausgereift, wo wir echt sagen, tolle Technik, super Sache. Auch immer mit dabei ein Temperatursensor, wo viele ja nicht verbauen, warum auch immer. Wir verbauen diese Temperatursensoren, weil wir auch der Meinung sind, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ohne Temperatursensor geht bei uns kein MPPT-Regler raus, weil ich das einfach nicht richtig finde. Ja, die Lithium-Batterien würden abschalten, die haben ein BMS drin, das ist alles korrekt. Aber alles hat eben auch nur, ist auch nur Technik und kann mal versagen. Und somit bin ich einfach der Meinung, Temperaturfühler ist wichtig, ein Sensor für alles, was in die Batterie lädt. Und auch, wie man es ja sieht, auch vom Götz vorgestellt, der neue Ladebooster,
den wir auch bald kriegen, weil jetzt ist er ja, glaube ich, letztlich fertig. Ich weiß noch nicht genau, wann er zur Auslieferung kommt, aber ich hoffe und ich freue mich schon richtig drauf, dass wir den auch bald kriegen, weil auch wir haben schon etliche davon verkauft und Kunden, die den unbedingt wollen. Und ich kann es euch auch nur immer wieder ans Herz legen, gerade was Ladebooster betrifft, bitte spart da keinen Cent. Es ist Sparen am falschen Fleck, denn wenn euch die Lichtmaschine über die Wupper geht, weil man dementsprechend die Leistung nicht richtig beachtet, dann ist der Spaß im Endeffekt viel, viel teurer, wie einmal ein paar Euro mehr ausgeben für einen anständigen Ladebooster. Und ich glaube, der Ladebooster von Götz hat den, ist weiß Gott, nicht überteuert, überhaupt gar nicht. Er ist weder zu teuer, noch ist er überteuert. Er hat genau den richtigen, finde ich, fairen Preis, damit man es ihn auch wirklich gut leisten kann und damit auch die Lichtmaschine entsprechend geschützt wird, die Technik mit dem Rapid, wo integriert ist. Also das ist schon echt erste Sahne und da ziehe ich wirklich den Hut vor der Firma WCS, weil da haben sie ja ganz tolle Leistung gebracht und echt ein Riesending geschaffen. Also das ist Wahnsinn. Wir freuen uns drauf und auch das werden wir verbauen und werden wir bald hier bei uns im Hause haben. Und jetzt kommt noch was, was ihr ja in letzter Zeit vielleicht schon ein paar Mal mitgekriegt habt. Unter anderem auf Instagram habe ich das schon mal gezeigt. Ich habe auch schon ein paar Mal drüber gesprochen in meinen Videos. Ich möchte es jetzt auch nochmal hier live zeigen. Das ist von der Firma AirTune ein Filterset. Filterset heißt, hier sind mehrere Filter drin, 6 Stück an der Zahl, wo man in den Truma, in alle gängigen Truma-Auslässen dementsprechend so verbaut. Man dreht ihn einfach raus, klipst das Ding da hinten dran, dreht ihn wieder rein und schon macht er seine Wirkung. Welche Wirkung macht er denn eigentlich? Er reinigt schlichtweg die Luft vor allen Feinstaubpartikeln und so weiter. Jetzt gerade im Frühling, im Frühjahr, wo man noch zuheizen muss abends, er filtert die Pollen aus der Luft, er macht die Luft sauberer, reinigt entsprechend die Luft. Es ist wesentlich angenehmer. Ich habe es selber erlebt und ich konnte es am Anfang, mir war es logisch, dass es funktioniert. Mir war es auch logisch, dass es ganz viel bringt. Aber es ist natürlich immer was anderes, wenn man es selber erlebt. Und ich habe die bei mir im Fahrzeug. Mein Fahrzeug ist schon in die Jahre gekommen. Wir haben ein Wohnmobil, wo 12 Jahre alt ist. Und habe die Dinger verbaut. Unter anderem, wenn man in so einem älteren Fahrzeug mal in die Ecken schaut, wo man nicht so hinkommt, mal einen Schubkasten wirklich rausnimmt und da mal drunter schaut dahinter, was da Staub liegt. Ungefiltert geht dieser Staub immer wieder durch die Truma und wird aufgewirbelt in der ganzen Luft. Gerade abends, wenn man ins Bett geht, zuheizen muss, im Frühjahr, im Herbst. Ich selbst habe immer wieder Probleme mit meiner Nasenschleimhäute, wo man entsprechend belastet ist, wo durch Blüten, Staub und so weiter das Ganze immer wieder angeschwillt. Und dann hat man nicht wirklich eine ruhige Nacht, weil dementsprechend man keine Luft kriegt und so weiter. Das Ding ist phänomenal. Ich habe die rein, wirkt natürlich in kürzester Zeit und die Luft ist ich möchte schon fast sagen 100%, aber man kann es messen, weit über 90% weniger belastet von Feinstaub und Mikrosachen, wo einfach gigantisch ist. Ihr merkt schon an meinen Reden, ich bin natürlich kein Fachmann für Luft, ich bin auch kein Fachmann für Chemie oder sonstige Dinge, aber ich weiß nur eins, ich schnauf wesentlich besser, ich atme besser durch, man kriegt wesentlich besser Luft und das kann ja alles nur gesünder sein. Und das ist was auf dem Markt schon lang fehlt. Und da muss ich dazu sagen, da hat unser Camper Tobi eine richtig gute Idee gehabt und das Ganze hat dann die Firma AirTune anständig und sauber umgesetzt. Ist eine mega, mega Geschichte und jetzt möchte ich auch für ein paar Anregungen
wo ich bekommen habe, möchte ich die auch beantworten, weil dann kam auch ein Kommentar, ja, warum kann man das nicht direkt vor den Einlass setzen, also sprich an die Truma direkt, bevor die Luft von der Truma schon angesaugt wird. Ganz einfach, ist eine ganz einfache Beantwortung, weil ganz viele Trumas nicht zugänglich sind. Weil ganz viele Truma-Heizungen so verbaut sind, dass man Blenden abschrauben muss, Bett abschrauben muss oder ganze Schränke zerlegen muss, wie auch immer. Jedenfalls die ganz, ganz schlecht zugänglich sind. Und meistens die Ansaugung dann entsprechend noch schlechter, weil da ganz wenig Platz drin ist. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist auch die Komplexheit, dass man dann natürlich auch in das Gerät eingreift. Auch das ist ja totaler Quatsch, das wollen wir ja nicht. Zum Schluss sagt dann auch der Hersteller irgendwas mit Garantie und bla bla bla. Und darum greifen wir hier definitiv nicht ins Gerät ein. Die Dinger sind auch geprüft, zertifiziert und durchgecheckt, dass es keinerlei Heizleistung kostet, dass es keinerlei Einfluss auf die Heizung selbst hat. Und das ist auch schwarz auf weiß belegt. Also da muss auch keiner Angst haben, dass er die Heizung entsprechend beeinflusst. Überhaupt gar nicht. Sondern im Gegenteil, die sind ja ganz weit weg, eben am Auslass. Und auch so, dass ihr als Camper das ohne Probleme für ein Wohnmobil in 5 Minuten einmal durchwechseln könnt. Ganz einfach, einfach nur daran klipsen und schon ist die ganze Geschichte da dran und fertig ist das Ding. Kann man abklipsen. Ihr habt es gesehen, ich habe es jetzt mit einer Hand gemacht. Ich kann es auch mit einer Hand wieder hier draufsetzen. Das wird einfach hier dementsprechend sauber draufgesetzt und dann einmal kurz verdreht und schon ist das Thema wieder fest. Man kann auch hier den Filter entsprechend wechseln. Das heißt, die Filterkapsel als solche, die muss man dann natürlich irgendwann austauschen und kann dann entsprechend auch die wieder ersetzen. Klipst man die da wieder zusammen, klaps, klaps und schon ist er wieder einsatzbereit. Jetzt kommt die Frage, wie oft muss man die tauschen? In einem ganz normalen Camperverhalten, behaupte ich, würde es ausreichen, ich sage jetzt mal vorsichtig, siehst, klack, alle wieder drauf. Ich sage jetzt mal vorsichtig, 1,5-2 Jahre. Einmal wechseln und schon hat man wieder alles frisch und munter im Fahrzeug. Warum kann man die nicht auswaschen? Auch ganz einfach, das Filtermaterial ist so fein, das ist keine einfache Watte oder sonst was, das ist ganz hochkomplexes entwickeltes Filtermaterial, damit eben diese ganzen Staubpartikel hier wirklich richtig rausgefiltert werden können. Auswaschen würde diesen Filter innen drin, dieses Material zerstören, weil das Material ist natürlich nicht dafür gedacht, dass man es wäscht, kann man auch nicht. Weil sonst eben das Filtermaterial die Wirkung verliert und auch entsprechend dann zu durchlässig wird und kaputt ist. Ganz einfach. Es ist ein komplexes Material, es ist nicht einfach irgendein Wattepausch, obwohl er so ausschaut, aber ist es nicht. Man muss hier schon ein bisschen Know-how mitbringen, wo AirTune hat. AirTune ist eine renommierte Firma, die sich auf solche Dinge spezialisiert haben. Und ich kann euch nur sagen, die wirken wahre Wunder. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, man gibt so viel Geld für Dinge aus, die jahrelang nur rumliegen, investiert in solche Filter, ihr dankt es euch selber. Da gibt es einen schönen Spruch von AirTune, eure Nase wird Augen machen, was da entsprechend an wohlwollender Luft und sauberer Luft rumkommt. So, jetzt habe ich wieder genug gequatscht. Ich sehe schon wieder, das Video ist schon wieder knapp 25 Minuten lang. Oh wei, tut mir leid, ich wollte euch nicht so lang nerven. Hier ist auch eine Anleitung dabei, wo ihr das entsprechend einsetzt. Ich wünsche euch nur einen schönen Sonntag. Ich bedanke mich ganz herzlich für die ganzen Likes und für die tollen Abonnenten. Ihr seid spitze und ich möchte euch immer mit teilhaben lassen an allem, was wir tun. Kommende Woche haben wir wieder spannende Projekte. Da hole ich euch natürlich wieder mit. Und in diesem Sinn, über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Restsonntag. Genießt's
und bleibt vor allen Dingen gesund, ganz wichtig. Ich wünsche euch alles Gute, viele Grüße aus Dinkelsbühl. Bis bald, ciao, ciao.